Hi, ich bin Frank und ich zeige dir heute die 7 Fehler, die du dringend vermeiden solltest, um mit deinem Gasgrill perfekte Ergebnisse zu erzielen. Wenn du diese 7 Dinge künftig richtig machst, verspreche ich dir immer das maximale stressfreie Grillvergnügen und du wirst immer größeren Spaß am Grillen mit deinem Gasgrill haben. Und wir fangen jetzt direkt an mit dem Fehler Nummer 1. Aus meinen vielen Gesprächen mit Gasgrillern weiß ich, dass es oft versäumt wird, die Verbindungen des Gasschlauches auf Dichtigkeit zu prüfen. Vor allem bei einem neuen Gasgrill ist es das, was du als erstes machen solltest, bevor du das erste Mal grillst. Den Grill auf Gaslecks zu prüfen klingt gefährlich, ist aber viel einfacher als ihr vielleicht denkt. Dauert nur wenige Minuten und ist für die Sicherheit am Grill extrem wichtig. Alles was ihr dazu braucht ist ein wenig Spülmittel und Wasser. Ich fülle mir das mit einer 50-50 Mischung in eine Sprühflasche, um die Verbindungsteile später damit zu benetzen. Achte bitte darauf, dass alle Regler an deinem Grill auf Aus sind und dass dein Grill im Freien steht, falls Gas austreten sollte. Jetzt benetze ich das Ventil, den Schlauch und den Regler mit der Seifenlösung und drehe das Gasventil auf, um Gas in das System zu leiten. Beobachte genau, was passiert, wenn eines der Teile ein Leck hat, bildet die Lösung Seifenblasen. Sind keine Blasen zu sehen, ist alles dicht. Solltest du Blasen sehen oder Gas riechen, dreh bitte deine Gasflasche sofort wieder zu. Überprüfe, ob alle Anschlüsse festgedreht sind. Ist dies der Fall und es treten trotzdem Blasen aus, musst du das defekte Teil austauschen. Bitte überprüfe deine Schläuche und Anschlüsse regelmäßig, vor allem wenn dein Grill längere Zeit nicht benutzt wurde und du kannst künftig immer mit einem sicheren Gefühl grillen und hast ein noch besseres Grillerlebnis. Die Brenner zu zünden ist im Grunde keine schwierige Sache. Und trotzdem kann man dabei Fehler machen. Ich zeige dir das mal am Beispiel meines 4-Brenner-Gasgrills hier. Das Prinzip ist immer dasselbe, allerdings haben die Grillhersteller unterschiedliche Zündsysteme. Das kannst du aber in der Bedienungsanleitung nachlesen. Bevor ein Brenner gezündet wird, musst du den Deckel deines Grills öffnen und dann deine Gasflasche aufdrehen. Wenn dein Deckel beim Zünden geschlossen ist und es kommt im Grill zu Verpuffungen, könnte das für dich gefährlich werden. Ich war schon live dabei. Es ist kein Spaß, wenn so ein Grilldeckel abhebt. Ich fange jetzt an, den linken Brenner zu zünden. Dazu drehe ich ihn einfach auf und drücke zeitnah diesen schwarzen Knopf hier. Mein Brenner ist an. Ich überprüfe das, indem ich nochmal in den Grill reinschaue. Wenn ich die bläuliche Flamme sehe, ist alles in Ordnung. Jetzt zünde ich die einzelnen Brenner nacheinander und überprüfe nochmals, ob alle an sind und schon ist mein Grill vollständig gestartet. Mach auch bitte am Anfang immer erstmal alle Brenner an. Du brauchst sie zum Aufheizen des Grills. Kennst du das Gefühl, wenn dein Gasgrill aufgebaut ist und jetzt willst du natürlich am liebsten sofort grillen? Mach das bitte nicht. Dein neuer Grill hat auf dem Rost und überall im Innenraum noch Produktionsrückstände. Deshalb ist es extrem wichtig, Rost und Grill erstmal einzubrennen. Dazu zündest du deine Brenner und stellst deinen Regler auf mittlere Stufe und lässt ihn so erstmal circa eine halbe Stunde aufheizen. Danach stellst du alle Brenner auf Vollgas und lässt ihn nochmal ca. 15 Minuten laufen, damit er mal so richtig auf Touren kommt. Jetzt sind alle Produktionsrückstände weggebrannt und ich kann beginnen, den Rost zu säubern. Das geht am einfachsten mit einer geeigneten Grillbürste. Einmal richtig gründlich abbürsten und sauber machen und jetzt müssen wir ihn noch einölen. Dafür gibt es solche Ölsprays. In dieser Flasche ist Rapsöl, das ich jetzt gleichmäßig auf meinen Rost verteile. Bitte nicht vergessen, bevor du Öl drauf gibst, schau bitte danach, dass alle Brenner auf Aus stehen. Wenn du den Rost einölst, solange er heiß ist, fängt er schon an, das Öl einzubrennen und die Patina zu bilden, die er dringend braucht, um richtig zu funktionieren. Keine Sorge, wenn das jetzt ein bisschen qualmt, das ist normal und es kann nichts passieren. Jetzt ist dein Grill betriebsbereit und du kannst anfangen zu grillen. Das
Das ist der Fehler, der, glaube ich, am häufigsten gemacht wird. Man kommt von der Arbeit, ist spät dran und möchte jetzt schnell was auf den Grill schmeißen. Deshalb habe ich ja jetzt einen Gasgrill, weil das viel schneller geht als mit Holzkohle. Das ist richtig, aber achte bitte auf eine Sache. Du musst deinen Gasgrill lange genug vorheizen. Das Entscheidende für perfekte Ergebnisse beim direkten Grillen ist, dass dein Rost heiß genug ist. Nur dann bekommst du die tollen Grillmuster auf deinem Fleisch und kannst gleichzeitig dafür sorgen, dass dir dein Fleisch beim Umdrehen nicht am Rost kleben bleibt. Auch ein Gasgrill braucht je nach Modell zwischen 10 und 15 Minuten Zeit, um die perfekte Temperatur zum Grillen zu erreichen. Also gib ihm diese Zeit, bevor du dein Fleisch auflegst, und gönn dir vielleicht so lange ein Bier, bis es losgeht mit dem Grillen. Wenn mal viel gegrillt wird, erlebe ich es immer wieder, dass der komplette Grillrost vollgepackt wird mit Grillgut. Fleisch, Würstchen, Gemüse, Brot, alles wird gleichzeitig gegrillt. Das führt meistens dazu, dass man irgendwann nicht mehr weiß, was man schon gedreht hat und was nicht. Und das Gargut bekommt wahrscheinlich nicht die richtigen Röstaromen und wird ganz schnell auch mal trocken. Um dies zu verhindern und trotzdem zügig grillen zu können, betrachte deinen Grill wie eine Herdplatte. Auf der hast du auch verschiedene Kochfelder, bei denen du die Temperatur unterschiedlich steuern kannst. Genau so ist es bei deinem Gasgrill auch. Nutze die verschiedenen Brenner aus, um optimale Grillergebnisse zu bekommen. Du brauchst immer einen Bereich im Grill, die sogenannte indirekte Zone, wo du dein Gargut ruhen lassen bzw. auf die richtige Kerntemperatur bringen kannst. Hier schaltest du deine Brenner unter dem Rost aus und kannst dein Gargut wie im Backofen fertig garen. Im direkten Bereich sorgst du für die schönen Grillmuster, das sogenannte Branding auf deinem Fleisch, das auch mitverantwortlich für den Grillgeschmack ist. Deshalb kannst du hier deine Brenner auch mal auf Vollgas laufen lassen. Du grillst also dein Gargut im direkten Bereich bei großer Hitze an und lässt es dann im indirekten Grillbereich auf die richtige Temperatur ziehen. Dann kannst du es deinen Gästen direkt servieren. So kannst du in deinem Grill einen Durchlauf erzielen, bei dem alle rechtzeitig satt werden, aber einfach besseres und saftigeres Essen auf dem Teller haben. Der Deckel bleibt während des Grillens zu. If you are looking, you ain't cooking, sagen die Amerikaner. Leider haben wir oft das dringende Bedürfnis, den Deckel zu öffnen und nachzuschauen, was im Grill passiert und wie weit das Gargut schon ist. Versuch mal, den Deckel nur zu öffnen, wenn du das Gargut wendest oder in den indirekten Bereich ziehst. Das bringt dir gleich zwei positive Effekte. Zum einen wirst du saftigeres Fleisch bekommen, da es durch die Umluft, die im Grill entsteht, gleichmäßiger garen kann. Die Stücke, die du in den indirekten Bereich legst, liegen praktisch wie in deinem Backofen mit Umluftfunktion. Ein weiterer Vorteil ist die geringere Flammenbildung. Durch den geschlossenen Deckel kommt weniger Sauerstoff in den Grill und die Flammen werden erstickt. Dadurch bekommst du ein schönes, gleichmäßiges Branding, ohne dass dein Gargut verbrennt. Probier das mal aus und zwing dich dazu. Du wirst belohnt mit besseren Ergebnissen. Die Grillparty ist vorbei und du bist müde, also könnte man den Grill jetzt einfach so stehen lassen. Dabei sind es nur wenig Dinge, die du machen musst, um deinen Grillspaß langfristig zu erhalten. Gewöhn dir einfach an, am Ende alle Brenner nochmal hochzufahren und deinen Grill auszubrennen. Das kannst du nebenher machen und es kostet dich keine Zeit. Wenn es aufhört zu rauchen, ist die Pyrolyse im Grill abgeschlossen und du kannst jetzt einfach mit einer geeigneten Grillbürste die Reste vom Rost bürsten und ihn sauber machen. Jetzt sprühst du ihn wieder mit dem Ölspray ein und schon sieht er wieder aus wie neu und ist bereit für deinen nächsten Grillspaß. Schau regelmäßig in den Innenraum deines Grills. Das Fett, das sich im Grill sammelt, kannst du einfach mit einem Spachtel auskratzen und deinen Grill somit fettfrei halten. Und vergiss bitte nicht, regelmäßig nach deinen Fettauffangschalen zu schauen und diese zu leeren und ebenso sauber zu halten. Wenn du das nicht tust, kann es passieren, dass in deinem Grill ein Fettbrand entsteht, was deine Grillparty schnell beenden kann.
Muss nicht unbedingt sein, deshalb mach diese Schritte einfach direkt nach dem Grillen und dein Grill ist schon vorbereitet fürs nächste Mal. Das waren die 7 Fehler, die du im Umgang mit deinem Gasgrill künftig vermeiden kannst. Ich hoffe, du wirst meine Tipps für dich nutzen und sie werden deinen Grillspaß mit deinem Gasgrill künftig noch erhöhen. Schreib mir mal in die Kommentare, welche Themen euch interessieren für die nächsten Videos. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wir sehen uns wieder am Grill. Euer Frank von Rub & Smoke.